Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Savedio und heute zeige ich dir, wie du einen neapolitanischen Pizzateig machen kannst. Viel Spaß dabei! So meine Freunde, jetzt kommen wir gerade zu den Zutaten. Und zwar brauchen wir nur 4 Zutaten für unseren Pizzateig. Das ist einmal Mehl, Hefe, Wasser und Salz. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da können wir gleich mal starten. So, das Wasser haben wir schon mit reingegeben. Dann werden wir weitermachen mit dem Salz. Das geben wir in unser Wasser rein. Wir gehen mit den Händen schön in die Schüssel rein und lösen das Salz im Wasser auf. So, wenn das Salz aufgelöst ist, das erkennt ihr daran, dass das Wasser einmal trüb wird und ihr auch keine Körner mehr an euren Fingern spürt. Genau, können wir direkt weiter mit der Hefe machen. So, wir machen weiter mit der Hefe. Wir nehmen die Hefe in die Hand und zermalmen diese in unser Wasser, so dass sich die Hefe auch komplett auflöst. Und bevor viele aufschreien, Hefe darf man nicht mit Salz mischen. Ja, an sich schon, aber diese kurze Zeit, die wir jetzt hier der Hefe geben, sage ich mal, und dem Salz in Kontakt zu kommen, wird nichts passieren. So, genau. Wenn ihr beides vermengt habt, sieht das genau so aus. Das Wasser wird trüb. Und wir können direkt weiter mit dem Mehl machen. So, jetzt starten wir einmal die Maschine. Und können direkt mit dem Mehl weitermachen. Werden das Mehl in 3 Phasen hineingeben. Das heißt, wir geben jetzt erstmal so circa 35 bis 40% einmal rein, warten im Prinzip, bis das Wasser und das Mehl sich vermengt hat. Das werden wir auch gleich sehen. Und dann geben wir die nächste Ladung rein, wieder so circa 35 bis 40%, dass wir erstmal mit so 70-80% erstmal arbeiten. Und am Ende geben wir dann den Rest mit rein. Hier können wir ganz genau sehen, wie sich das Mehl und das Wasser vermengt. Und geben jetzt die nächste Ladung dazu. Und warten jetzt, bis das Mehl und das Wasser sich gut vermengt hat, beziehungsweise bis das Mehl das Wasser aufgenommen hat, nicht andersrum. Und ja, das werden wir gleich sehen, also bis gleich. So, das Mehl hat das Wasser komplett aufgenommen und jetzt geben wir noch den Rest des Mehls mit hinein. So, und jetzt warten wir, bis das Mehl das komplette Wasser aufgenommen hat. Und ja, dann zeige ich euch den Rest. Also bis gleich. Jetzt können wir sehen, wie langsam das Mehl das Wasser komplett aufnimmt. Wir brauchen jetzt noch ein paar Minuten und dann kann es weitergehen. So, nach circa 10 Minuten sieht unser Pizzateig so aus. Er nimmt so langsam diese Kürbisform an. Jetzt halten wir die Maschine an, gehen auf die zweite Stufe und los geht's.
So, zwischendurch kontrollieren wir mal die Temperatur. Wie ihr sehen könnt, sind ca. 20 Grad. So, nach ca. 15 Minuten ist unser Pizzateig fertig. Diese Konsistenz hat unser Teig. Wir lassen jetzt den Teig so ca. 15 Minuten in der Maschine liegen. Wir decken jedoch den Teig mit einem nassen Handtuch einmal ab. So Freunde, nach ca. 15 Minuten schauen wir uns mal den Teig an. So sieht der aus. Wir werden jetzt die Maschine ein paar Mal drehen lassen. Auf Stufe 1. So, dann könnt ihr genau sehen, dass sich die Struktur vom Teig geändert hat. Das langt schon. Jetzt könnt ihr ganz genau sehen, wie sich das Gluten verbunden hat und wie elastisch jetzt der Teig ist. Wunderschön. So, ganz wichtig jetzt beim Rausnehmen, Leute, den Teig nicht zu sehr stressen. Bedeutet, wir nehmen den Teig einmal, nehmen ein scharfes Messer und zerteilen den Teig. So. Und dann geben wir es in unsere Boxen rein, wo es dann zur Stockgare geht. Seht ihr schon? Kleine Bläschen. So meine Freunde, jetzt sind wir bei dem letzten Schritt angekommen und zwar bei der Stockgare. So, jetzt ist es wichtig, dass wir den Pizzateig in einen luftdichten Behälter einmal hineingeben und dann entweder bei Raumtemperatur oder mit dem Kühlschrank arbeiten. Ganz wichtig hierbei, dass er luftdicht ist. Wenn dieser nicht luftdicht ist, kann es passieren, dass der Pizzateig austrocknet. Das könnt ihr aber verhindern, indem ihr einfach Olivenöl benutzt, sage ich mal, den Pizzateig einfach nur ein bisschen einreibt mit Olivenöl, dann zieht das schön ein und dann passiert das auch nicht. Ansonsten, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.